هذا الحكم شرب. Dieser Richter, den er bringt oder den sie bringt, muss gewisse Bedingungen erfüllen. رجل لا مرأة. Muss ein Mann sein, keine Frau. من أقرباء الزوج والثاني من أقرباء الزوجة. Der erste muss von den Verwandten des Mannes sein und der zweite von den Verwandten der Frau. يعرفان الأمور التي يكون بها الجمع والأمور التي يكون بها التفريق. Und diese beiden Richter müssen wissen, was sie sagen können, um wieder Streit zu schlichten und sie zusammenzubringen und was was falsch ist zu sagen, damit sie sie nicht auseinanderbringen. يعني مثاله قالت الزوجة عن الزوج أنه لا يصلي ويشرب المخدرات. هذا يقول ما يمكن أن تبقى معك حتى ترجع للصلاة وتترك المخدرات وإلا فراق. نعم. Wenn zum Beispiel die Frau sagt über ihren Mann zu dem Richter, er betet nicht und er nimmt Drogen, dann sagt der Richter, das kann nicht sein, dass du mit ihm zusammen bleibst, du musst dich von ihm trennen. ولو قالت الزوجة مثلا ولو قالت الزوجة مثلا. Und wenn die Frau zum Beispiel sagt, يهددني ليلا ونهارا بأن أتزوج علي بالتعدد. Und die Frau sagt zum Beispiel zum Richter, er bedroht mich Tag und Nacht, dass er eine weitere Frau heiratet. فنقول للزوج هذا من سوء العشرة. Dann sagen wir zum Mann, zum Ehemann, das ist von der vom schlechten Verhalten zu seiner Frau. لماذا يؤذيها بالكلام بهذا الكلام؟ Warum störst du sie mit dieser Art von Rede? صحيح؟ أي نعم. والله سبحانه وتعالى يقول وعاشرهن بالمعروف. هل من المعاشرة بالمعروف يقول لها تزوج عليك؟ Und Allah sagt im Koran, lebt mit ihnen zusammen in Gutem. Ist das Gutes, wenn er zu ihr immer sagt, ich werde eine weitere heiraten? الشرط الأول قلنا أن يكون من الأقرباء أقرباء الزوجة أقرباء الزوجة ورجل ويعرف الأمور تكون بها الجمع والتفريق. الشرط الرابع أن تكون نية كل واحد منهما الإصلاح للإفساد. نعم حكمين. Und eine weitere Bedingung ist, dass die Absicht von beiden Richtern, sowohl von seiner Seite als auch von ihrer Seite, dass die Absicht von denen Streit schlichten ist, nicht Unheil stiften. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. أظل لو نجلس 20 ساعة في هذا